Chuck used it to say that talking about music is bullshit. Making music is madness. Smetak. Musizierender, Instrumentenerfinder, Cellist, hat bildende Kunst gemacht, er hat Skulpturen erzeugt, er hat geschrieben. So ein Universal-Künstler, Universal-Macher irgendwo auch. Das Projekt ist ein brasilianisch-deutsches Kooperationsprojekt, welches sich an dem ursprünglich Schweizer Musikmacher, Klangtüftler, Cellist, Musikphilosoph, Musikgestalter, Entwickler Walter Smetak orientiert und quasi seinen Kosmos aus der heutigen Perspektive beleuchten will und auch eine Interpretation seines Kosmos durch heutige Komponisten wahrnehmen möchte. Um eine einmalige Aufführung, um ein Gastspiel, sondern hier geht es auch um Workshops, in denen das Ensemble Modern sein Wissen, seine Kenntnisse, seine Kompetenz weitergibt. Es geht um Kompositionsaufträge, die hier vergeben wurden, um das Instrumentarium weiterzuentwickeln oder den Umgang damit. Und der dritte Punkt ist, dass die Instrumente von Walter Smetak hier auch restauriert und nachgebaut wurden und so auch für die Nachwelt weitererhalten werden. Wofür es aber auch diese drei Partner brauchte, uns, die wir sozusagen Smetak kannten, das Ensemble Modern als international aktives Ensemble und eben dann das Goethe-Institut vor Ort in Salvador und in Sao Paulo als wahnsinnig wichtiger Partner in der ganzen Interaktion mit einem anderen Land. Das brauchte es alles, um dieses Projekt auch erfolgreich zu machen. For Smetak, the invention and construction of new instrument is also invention and construction of another human being. Ich spiele Stücke, die Komponisten der Jetztzeit und sagen wir, der westlichen neuen Musik sich verpflichtet fühlen, aber auf einem Instrument, was aus einem völlig anderen Kulturkreis kommt, aber wiederum entwickelt wurde von jemandem, von einem Cellisten, der aus der Schweiz kommt. Also es ist eine ganz seltsame Melange. I have such strong impressions in Salvador that I hear, not just musically, but in terms of this absolute surplus of life. The main idea of my composition is to go back to the calabash, to the uterus, and to try to somehow reach chaos. These four composers have had a very different approach from this idea of the Smetak cosmos. This idea of theatricalness, the idea of a very cerebral approach, the idea of just absurdity. They've all approached Smetak from a very unique point of view. He creates this type of hybrid idea of instruments that can be sometimes played by more than one person, and the idea of the Western instrument. So I like the friction as my main conduit for new ideas. Ich muss nicht nur Musik für diese Instrumente schreiben, sondern auch eine andere Perspektive von diesen Instrumenten zeigen. Diese Instrumente, wie alle Smetak-Instrumente, sind entweder Objekt und Instrument oder mehr einfach ein Instrument. Das ist die Wiener, wie Smetak sagte, ja, eines seiner wichtigsten Instrumente. Es war eben eine Sache, dass er versucht hat, Wege zu finden, wie man möglichst
nah an der Natur wieder irgendwelche Klänge gemeinsam mit anderen zusammen durch Improvisation irgendwie erzeugen kann. Insofern bilden diese Instrumente einfach auch Anregungen und Impulse zum Nachdenken über Klang und über das Sein von Klängen.